Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Cities Skylines hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind immer noch im Pausenmodus, denn ja, Bastelstunde mit Onkel Heisi. Wir bauen uns einen Flughafen. Wir sind hier noch mittendrin beim, ja, bei der Korrektur sozusagen. Jetzt müssen wir mal schauen, wie sieht's aus auf unserem schlauen Plan. Wir bräuchten hier mal den und dann wären wir wieder richtig. Die haben hier, oder der Modder hat hier noch einen Ausgang. Zwar so. Und so, das wäre soweit mal vollbracht. Dann geht das hier straight ahead hier rein. Und zwar so. Da müssen die Flugzeuge wohl ein bisschen wenden. Dann geht das hier hin. Sehe ich das richtig? Jawohl. Und dann hat er hier so einen Zwischenweg gemacht. Den möchte ich auch haben. Von hier. Stimmt das? Jawohl. Hier rauf. Wo geht das rein? Das geht hier noch in Taxiway rein. Dann hier hat er eine Querverbindung. Okay. Brauchen wir alles nicht, behaupte ich. Das muss ja nur funktionieren, das Ganze. Dann, wie hat er das hier unten gelöst? Da kann man einfach so raus. Sehe ich das richtig? Ja. Fragt sich nur, was das bringen soll, wenn die Startbahn hier rauf führt. Da müssen wir eine Möglichkeit geben, dass sie von hier oben nach da unten kommen. Das heißt, da müssten sie hier raus. Vielleicht mit einer Kurve. Mal gucken, ob das geht. Ja, und wie? Einmal mehr. Perfekt. Nein, nehmen wir weg. Den Knubbel. Wir machen das neu. Zack. Hier kommen wir schon irgendwie raus. So zum Beispiel. Vielleicht ein bisschen weiter oben, dass sie nicht so weit zurückfahren müssen. Ja, geht auch noch. Okay, dann haben wir es. Ja, haben wir. Dann gerade runter hier rein. Gut, dann können sie hier rein. Dann können sie... Ja, das passt eigentlich. Jetzt haben wir irgendwas vergessen. Jetzt gucken wir mal. Diese Landebahn kann erreicht werden von hier. Von da hinten. Hier können sie dann raus. Oder sie können natürlich auch nach hier vorn. Und hier raus. Das geht natürlich auch. Dann diese Landebahn, die ist auch erreichbar. Hier... Und hier, von hier, von überall. Und die hier kann man auch erreichen von... Ja, von nirgends. Moment, hier rauf. Doch, wenn man hier rausfährt und hier rum. Wir können hier ja noch irgendwie eine Verbindung machen. Hat er das auch? Nein, er hat von hier noch eine Verbindung. Die machen wir doch auch mal noch hier rein. Geht das? Ich wollte es nicht bauen. Zack, zack. Mal gucken nochmal. Ja, so wird es gehen. Ein bisschen gebogen. Machen wir auch mal noch. So, ich würde sagen, das ist jetzt eigentlich soweit abgeschlossen. So ungefähr hat er es auch. Oh, halt, hier unten fehlt natürlich noch was. Das müssen wir noch anschließen. Aber jetzt haben wir es, glaube ich. Zumindest so, wie das auf dem Bild aussieht, müsste das jetzt halbwegs funktionieren, liebe Leute. Ich würde sagen, wir lassen mal laufen. Es stand auch, dass man rund ein Jahr etwa warten muss, bis hier Flugzeuge landen, bis das Spiel das sozusagen dann ja, begriffen hat, wenn man das böse sagen will. Gut, jetzt, wenn wir doch gerade beim Flughafen sind. Nein, jetzt mal was anderes. Wir haben hier Nachfragen. Wir füllen jetzt mal noch hier ein paar Sachen auf, wo wir Dingens eingezeichnet haben, wo aber noch nichts ist. So, zum Beispiel hier unten oder hier. Wo haben wir denn sonst noch was eingezeichnet? Hier hinten, hier oben noch nicht. Da noch beim Bahnhof. Hier auf der Insel kaum. Oh, Moment. Nein, wir machen ganz schnell was anderes, denn ich habe neue Wolkenkratzer. Moment. Wo sind die? Die sind hier. Tower Madrid. Haben wir den schon? Das müsste ja dann eigentlich stehen. Existiert bereits? Nee, existiert noch nicht. Ist das nicht der hier doch? Ach, den kann man dann mehrfach. Okay, aber das AON Center Los Angeles, das haben wir mit Sicherheit noch nicht. Und das hier auch nicht. Das ist das noch größere. Mal gucken, wo du hinpasst. Ja, es stand schon in den Kommentaren, es wird langsam voll auf der Insel. Das ist absolut richtig. Haben wir hier noch uneingezeichnete Sachen? Wells Fargo haben wir. Da wollen wir doch auch noch ein bisschen was haben. Das waren aber Büros. Lasst uns das gleich machen. Wir werden dann auch
früher oder später mal all diese Bereiche, die hier so offen noch leer sind, hier zum Beispiel, hier, entweder mit Parks füllen oder mit Straßen, mit kleinen, damit wir da auch noch Gebäude haben. Gut, jetzt sind wir aber stehen geblieben. Genau. Nicht hier, sondern hier war das. Mit dem AON Center, diesem Riesending. Wo passt du hin? Das muss auf die Insel, das gute Stück. Wo, werden wir gleich wissen. Wenn es denn irgendwo hinpassen würde. Das möchte nicht. Schade eigentlich. Irgendwo kriegen wir dich hin. Wir müssen halt geduldig sein. Und hier nach einer geeigneten Stelle suchen. Hier unten auch nicht. Oh, Moment. Da war es doch gerade ganz kurz. Blau. Wo war das? Hier. Halt, wenn ich es genau erwische. Nochmal zurück. Zack. Okay. Steht auch. So, wieder weg damit. Und ja, das ist hoch. Selbst hier diese Wolkenkratzer oder zumindest diese massiven Hochhäuser, wenn man hier guckt. Keine Chance gegen diesen Apparat. Gut, jetzt will ich, wie gesagt, hier mal noch auffüllen. Also, hier unten haben wir nichts. Hier oben haben wir den Kanal entlang noch was. Ich denke, da könnte man eigentlich Wohnungen hinstellen. Jetzt haben wir hier die Einfamilienhaussiedlung. Ich würde gerne mal wieder ein paar... Oh, ne. Wisst ihr, was wir mal testen? Richtig. Wir werden jetzt hier alles aufheben. Das ist ja dünn besiedelt. Ich möchte hier... Halt, falsch. Ich möchte hier im Zentrum drin eigentlich das Ganze dicht besiedelt haben. Deswegen heben wir das mal auf und zeichnen es neu ein. Das wird uns jetzt wahrscheinlich ein paar Einwohner kosten. Nehme ich doch mal stark an. Die kommen aber wieder zurück. Nehme ich ebenso stark an. Aber ich muss gucken, dass ich da nicht die Wolkenkratzer erwische, sonst machen sich die auch aus dem Staub. Können wir dann ja wieder einzeichnen. Also, das wäre jetzt hier dicht besiedelt. Da machen wir sicherheitshalber hier oben die Wolkenkratzer gleich auch nochmal ein bisschen eindecken. Okay. So, mal gucken, ob das die Nachfrage schon ein bisschen stillt. Oder ob das nur ein Austausch ist, sozusagen. Das werden wir sehen. Laufen tut's. Die Nachfrage ist eigentlich immer noch vorhanden. Deswegen, hier haben wir noch was. Hier unten habe ich doch auch gerade noch so ein Fleckchen gesehen. Nee, das ist eigentlich grün. Das ist zu klein zum Bauen. Okay. Was haben wir denn sonst noch? Hier haben wir wieder die Insel. Hier oben. Sollen wir hier mal noch anfangen mit normalen Wohnungen? Also was heißt mit normalen Wohnungen? Mit den großen, dicht besiedelten Wohnungen. Ich würde sagen, ja. So, hier den Kanal entlang. Lässt es sich doch eigentlich eh schön wohnen. Haben wir da, was haben wir denn hier noch? Moment, was haben wir denn hier? Ein Motel. Okay, das stört uns nicht. Da kann man auch wohnen, neben einem Motel. Hier der Bahnhof ist dann wieder eher schwierig. Deswegen nehme ich das wieder weg. Da kommen noch Büros hin. Aber bis hierhin haben wir dicht besiedelt. Hier unten passt eigentlich nicht wirklich was hin. Ich mache es trotzdem mal grün. Mal gucken, vielleicht kommen da noch ein paar kleine Häuschen oder irgendwas dazu. Und das lassen wir, haben wir gesagt. Was brauchen wir noch? Büros können wir hier noch brauchen. Da wir auch eine Nachfrage nach Industrie haben. Gut. Das lassen wir mal so laufen. Moment. Jetzt haben wir hier aber dort trotzdem Wohnungen. Die möchte ich ja eben nicht haben. Nicht beim Flughafen. Ach so, Moment, das ist ja nicht... beim Flughafen. Beim Bahnhof. Und das ist ja das Hotel. Das heißt, wir können hier eben doch diesen hier machen. Ist schon spät abends. Ich bitte meine Unkonzentriertheit zu entschuldigen. Und ich bin ein bisschen geschädigt, was den Flughafen und den Bahnhof da angeht mit dieser Bastelei. So, wir nehmen das wieder weg. Mal ein Büro. Hier mal ein Büro. Und hier hinten gerne nochmal ein Büro. Hier außenrum auch. Hier auch. Okay, habt ihr Wasser hier hinten? Ja, doch, doch. Hier habt ihr keines. Dann verbinden wir das mal noch. Nach hier. Und dann haben wir hier auch Wasser. Strom habt ihr natürlich sowieso. Das hängt ja dann alles zusammen. Gut, die Nachfrage nach Wohnungen ist weg. Wir schauen mal hier hinten. Oh, guck mal.
Okay, da stehen schon die größeren Häuser. Das kann man also machen, denn sonst ist hier dieses Zentrum, das ist halt ganz flach. Das war der Anfang unserer, ja, das war der Start des Spiels. Da hat sich nicht viel getan, da kann sich nicht viel tun, da wir hier eben dünn besiedelt eingetragen haben. Das sind zwar schon schöne Wohnungen, muss ich sagen, aber irgendwie so ein Zentrum, das hier ist eher ein Zentrum. Ich würde das Zentrum gerne zumindest hier noch ausweiten. Deswegen werden wir hier dann doch auch mal noch ummodeln. So, jetzt sind hier die Bedürfnisse eigentlich wieder zurückgegangen. Dann würde ich sagen, wir gehen nochmal zum Flughafen, denn da haben wir noch was zu tun. Was ich jetzt hier auch noch machen möchte, ist den Kollegen hier abreißen, denn wir haben noch eine neue Energiequelle. Vielen Dank für diesen Tipp aus den Kommentaren. Hier, Natural Gas Combined Cycle, also Naturgas. Was machst du eigentlich? Moment. Du verschmutzt aber auch ein bisschen. Okay, Lärmbelästigung ist egal. Wir sind hier ja, wie gesagt, eh beim Flughafen. Da wird er keine große Chance haben. Und die Verschmutzung, okay, lassen wir mal. Ich würde die gerne mal ausprobieren hier. Gleich neben die Polizei. Da kann man noch sozusagen weitere Elemente hinzufügen. Moment, wenn man es richtig erwischt. Na, jetzt möchte es nicht mehr. Doch, jetzt geht's wieder. Gut, dann nehmen wir den eben weg. Haben wir hier noch, hier haben wir sowieso auch noch Überreste von einer Stromleitung. Können wir auch kappen. Okay. Gefällt mir einfach nicht so genau. Genau neben dem Bahnhof, das ist irgendwie nicht schick. Und jetzt das gute Stück möchte ich natürlich mal noch genau betrachten. Auch sehr schön. Sehr schöne Mod. Und passt irgendwie. Ja, würde vielleicht eher in den landwirtschaftlichen Bereich passen. Aber okay. Jetzt haben wir dich. Ist halt riesig. Stelle ich gerade fest. Ist ja ein Monstrum. Aber jetzt machen wir hier eh noch ein paar Hotels und Co. hin. Ich muss mal gucken, wo hatten wir die denn? Nicht bei den einzigartigen Gebäuden. Hier haben wir noch ein Hospital. Das hätte ich auch gerne noch hier. Das ist auch nicht gerade klein, aber okay. Na, vielleicht eher hier unten. Hier. Moment, oder hier. Wir machen dich mal hier hin. 1,7 Millionen haben wir nur noch. Wir müssen ein bisschen aufs Geld aufpassen. Deswegen, wobei das Parkhaus, das müssten wir uns eigentlich noch leisten können, wenn ich noch wüsste, wo es war. Hier. 7.500. Na, das ist ja gar nichts. Aber das ist natürlich Pflicht bei einem Flughafen. Warum nicht schön genau in diesen Kreisel rein? Halt, falsch. Oh, da ist ein Flugzeug. Moment, das müssen wir natürlich gucken. Jetzt habe ich nicht gesehen, wo das gelandet ist. Aber immerhin, hier ist es schon mal lang gefahren. Das ist schon mal sehr vorbildlich. Und jetzt bin ich mal gespannt. Macht es wieder so einen Raketenstart oder funktioniert das jetzt hier halbwegs? Sonst kann ich dann echt nicht viel machen. Also wenn dann halt einfach diese Taxiways als Startbahn genutzt werden, dann... Na? Ja, ja, das ist doch... Jawohl, okay, ja... Das ist ein bisschen ein kurzer Startweg. Aber okay, ich muss nochmal schnell gucken. Vielleicht sollten wir das doch drehen. Wisst ihr was? Wir drehen das. Kann ich das drehen? Das ist dann die andere Frage. Ich glaube, ich kann es drehen. Habe ich das nicht eh schon mal gemacht? Wo haben wir den Flughafen, wenn ich jetzt hier auf Ändern gehe? Ah, okay. Wir ändern das mal. So, das macht auch mehr Sinn hier mit der Abfahrt. Dann macht das hier zwar keinen großen mehr, aber okay. So, gut. Vielleicht bringt das mehr, wenn er hier rausfährt, dass er dann hier runter geht. Oder vielleicht... Jetzt können sie aber nicht mehr auf diese Piste von hier aus. Vielleicht doch nochmal irgendwie... Moment, nicht ändern. Hier so eine Querverbindung. Oder ein bisschen gerade rauf. So eine Art Gegending. Okay, dann können sie nämlich jetzt hier auf die Piste rauf. Gut, das ist ein Detail. Aber je nachdem gar nicht mal so unwichtig. Gut, jetzt wo waren wir? Beim Parkhaus. Das möchten wir natürlich auch nochmal sehen. Ja, sehr schön. Passt doch. Oh, ja, ich äumel. Halt, du musst nochmal umziehen. Rate mal warum. Da hinten kommen ja noch die Gleise raus. Das vergesse ich dauernd. Hier kämen keine Gleise raus. Hier auch nicht. Hier oben wird es auch hingehen. Da müssen wir halt ein paar bestehende Gebäude wegschmeißen.
es wäre schon fast besser. Das würde meiner Meinung nach besser hier hinpassen, weil es näher am Flughafen dran ist. Vielleicht sogar tatsächlich hier oben. Wir machen das mal. Okay, ja, jetzt steht es mittendrin. Das gefällt mir wesentlich besser. Weil es eben wirklich nachher am Flughafen dran ist, das Ganze. Gut. Hotels. Was haben wir denn noch an Hotels? Eben ein bisschen auf die Kohle achten müssen wir trotzdem. Wo waren denn die Hotels? Ich frage mich jedes Mal wieder. Ploppable. Haben wir hier Hotels? Nein, hier haben wir noch eine Tanke. Wobei nicht. Eine Tanke am Flughafen kann sicherlich auch nicht sein. Nicht schon wieder da oben bauen. Nein, da kommen die Gleise raus. Vielleicht hier unten, bevor es dann hier auf die Autobahn geht. Dann können sie nochmal tanken. Okay, gut. Das sind natürlich auch nur Spielereien, aber ich mag das. Cinema Zoo Palast. Da haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Haben wir dich schon verwendet? Nein. Aber dann, wisst ihr was? Das Ding gehört dann wieder auf die Insel. zum Ferienparadies. Wohin, wohin, wohin? Uns geht hier tatsächlich massiv der Platz aus. Da ging es gerade hin. Moment. Hier. Zack. Okay, angucken. Ja, nee, haben wir mit Sicherheit noch nicht verwendet. Wir haben noch ein anderes Kino. Sehr gut. Ja, die Insel ist echt langsam ein Knaller hier mit den vielen Wolkenkratzern und den 10.000 Touristen. Fallen, hätte ich fast gesagt. Kommen hier auch Züge? Ja, da kommt einer. Sehr schön. Wir müssen hier natürlich noch schnell... wir kommen hier von einem ins andere. Nicht Vorfahrtsschilder? Nein, 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 nein. Geschwindigkeit, genau. 100 haben wir hier. Was stand da? 80. Ja, wenn ich jetzt noch wüsste, was steht. 80 bis 140 steht da. Bahnhofsbereich bei Abzweigen. Sonst 80 bis 140. Was haben wir hier für ein Tempo? Gar nichts. Dann machen wir hier mal 80. Das ist Bahnhofsbereich. So, das müsste mal reichen hier. Dass sie da ordentlich runterbremsen. Und außerhalb des Bahnhofs dürfen sie dann eigentlich durchaus ein bisschen schneller fahren. Das gleiche gilt jetzt hier aber auch noch. Fast vergessen. Halt, falsch. Und hier dürfen sie wieder rasen. Was bist du für ein Zug? Es ist halt irgendwie, es wirkt trotzdem irgendwie unrealistisch. Wie schnell ist der? Das sieht man wahrscheinlich nicht mal. Okay, das ist ein TGV. Der darf durchaus ein bisschen schneller sein. Wir haben hier immer noch diesen Bahnhof, den wir nicht brauchen. Den reißen wir mal ab. Straße weg. Denn, ja, wir brauchen den einfach nicht. Da haben wir wieder nochmal Strom. Ich denke, brauchen wir auch nicht mehr. Der war für diesen Bahnhof, den wir eben nicht brauchen. Da kommt ein anderer Zug. Auch mal gucken. Ah, Triebwagen. Okay, sehr schön. Hier durchs Grüne durch. Bestens. Das heißt also, das klappt hier soweit auch. Der Flughafen hier schon wieder. Ein neues Flugzeug. Und das werde ich mir jetzt hier tatsächlich nochmal ansehen, was die machen. Aber ich möchte, bevor wir uns das ansehen, es ist fast ein bisschen Stress hier. Ich möchte die Hotels finden. Waren die hier? Nein, nein, nein. Pool und Co. Hatten wir hier nicht auch Hotels? Aquafun Park. Alles Mögliche haben wir hier. Dann war das nicht hier. War es bei Monumente? Nein. War das hier? Wahrscheinlich ja. Mal gucken, was wir hier haben. Wir haben hier leider sehr viele Sachen, die man nur einmal platzieren kann. Ich denke mal, das ist auch so eins. Gebäude existiert bereits. Das ist allerdings schade. Schönborn haben wir, glaube ich, auch auf der Insel schon. Avalon Hotel existiert bereits. Ich weiß, es gibt eine Mod, mit der kann man die Sachen öfters hinstellen. Die müsste ich mal suchen. Ich weiß leider nicht, wie sie heißt. Falls das jemand jetzt gerade im Kopf hat, wie die heißt, bitte schnell in die Kommentare schreiben. Dann werde ich die runterladen. Dann können wir diese Sachen alle nochmal verwenden. Willis Tower. Ich habe jetzt hier kein Hotel, das ich benutzen kann. Ist ja ärgerlich. Oder habe ich irgendwo wieder was übersehen? Wirtschaft. Nein. Richtlinie. Nö. Suchen. Nö. Ploppable hatten wir eigentlich gerade angeguckt. Ah, hier hat es noch ein paar Sachen. Wells Fargo Plaza existiert bereits. Nee, geht. Gut. Hierhin? Das ist eigentlich, das passt doch perfekt hierhin. Das passt ja schön dazwischen. Oh, okay. Oh, 60.000. Ja, eben aufs Geld gucken, habe ich mal noch gesagt.
Das macht nichts, wenn man den Flughafen dann von hier unten nicht mehr sieht. So einen Flughafen sieht man in der Regel nicht aus kilometerweiter Entfernung. Das ist eigentlich sehr nett. Wenn das, halt, ich muss auf die Kosten achten. 28.000. Boah, ein Riesenteil. Dann sieht das hier unten einfach auch wichtig aus. Das wäre mir eben auch noch wichtig, wo wir es gerade von wichtig haben. Der Flughafen sieht dann auch irgendwie wichtiger aus. Ja, da ist er mir zu nah bei den Start- und Landebahnen. Aber hier passt er natürlich sehr schön dazwischen. Gut, haben wir noch was? Oh, guck mal, Empire State Building. Okay, aber sicher nicht beim Flughafen. Wenn, dann eher ja, auf die Insel. Aber das verschieben wir nochmal. Das gibt dann eine spezielle Zeremonie, würde ich mal vorschlagen. Was dann auch noch stand, ist, nimm bitte die Bäume weg beim Flughafen. Das können wir auch schnell machen. Oh Gott, wie nehme ich die denn weg? Kann ich das mit Plus, Minus? Nein, das sind ja ploppable Dingens. Oh Gott, muss ich die alle einzeln? Ja, liebe Leute, nö. Vielleicht hier dazwischen, aber das wird mir dann doch ein bisschen zu mühsam. Hier kann es ja auch mal Bäume haben. Das ist ja, ich meine, so wie die starten, wenn sie ja starten, wüsst, weg wie eine Rakete, dann müssen sie nicht jammern, wenn sie ja Bäume hat. Bäume sind schön, Bäume sind grün, Bäume sorgen für Sauerstoff, wir brauchen Bäume. Sag ich jetzt einfach mal. Gut. Läuft das Spiel? Nein. Wir lassen laufen. Aha, jetzt. Okay, jetzt bin ich gespannt. Was machst du? Das gleiche wie dein Kollege hier vorne und dann wie ein Irrer in die Höhe, oder? Gönnst du uns zum Abschluss dieser Folge noch einen richtigen Flugzeugstart? Na? Okay. Oh. Ja, eigentlich müsst ihr ja jetzt hier lang und dann hier vorne starten. Also irgendwie so ganz hundertprozentig klappt es noch nicht. Ich muss mal nochmal kontrollieren. Ja, stimmt schon. Stimmt schon. Oder er geht halt hier runter. Das wäre die Alternative. Man sieht ja den Pfeilen an, dass das stimmt. Ich habe langsam irgendwie den Verdacht, dass das vielleicht von der Mod her nicht stimmt. Dass diese Richtungspfeile falsch rum sind. Dass diese Mod wurde ja nicht gemacht für diese Mod von Straßen, sondern gemacht für die normalen Straßen. Vielleicht erkennt das Spiel das nicht. Denn es ist schon komisch, aber ja, es ist nun mal halt, wie es ist. Deswegen lassen wir es für den Moment mal so. Ich bin mal gespannt, ob da noch wesentlich mehr Flugzeuge daherkommen. Ich nehme es mal an und guck mal hier der Bahnhof. Ja, doch, da kommt ein ICE. Und da geht ein ICE. Ja, ist ja wunderbar hier mit der Überquerung der Autobahn. Ja, gefällt mir ausgezeichnet. Sehr schön. Gut, liebe Leute, danke fürs Zusehen. War wieder ein ordentliches Gebastel. Dafür sehen wir hier zum Schluss nochmal ein paar Züge. Hier TGV, die unseren neuen Bahnhof hier schön bereisen. Gut, danke fürs Zusehen nochmal. Ich habe gerade gestaunt hier, wie das aussieht. Mit den Wolkenkratzern. Ist ein ganz neues Gebiet geworden. Gut, jetzt. Ich glaube, ich wollte Tschüss sagen. Dann, huch, Moment, dann machen wir das. In alter Tränenfieber-Manier, nämlich mit einem Zug und zwar mit dem TGV. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss.